Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, zu einem erneuten Reaktionsvideo. Heute etwas sehr Ungewöhnliches, vielleicht ein nur sehr kurzes Video, auf das ich durch Zufall gestoßen bin. Ich möchte das Thema aufgreifen, weil es mir so wichtig ist, das Thema des Kaufens von Anleihen, Geldanlegen in Bonds. Und das hat eine unrühmliche Geschichte. Zurzeit ist, da werden Sie sich fragen, ja, warum erwähnt der gute Mann das? Auf Anleihen gibt es ja keine Zinsen. Eben deshalb. Ich schaue immer sehr weit in die Zukunft. Mich interessiert, die Gegenwart muss man eh gut organisiert haben, nicht wahr? Das ist ja selbstverständlich. Daran muss man arbeiten, bis es soweit ist. Und wenn man die dann im Griff hat, dann muss man sich mit der Zukunft beschäftigen. Das mache ich sehr gerne. Und zwar nicht in Wolkenkuckucksheim, sondern ganz konkret für die Belange der Geldanleger, für mein Geld und so weiter, für mein Vermögen und die Vermögensvermehrung. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, was machen wir denn, wenn es plötzlich wieder bei Anleihen Zinsen gibt? 2,5%, 3%. Im Moment steht da nichts am Horizont, aber das kann ja sein. Also muss ich aber schon vorher wissen, wie bin ich dann präpariert? Bin ich dann wieder ein klassischer Anleihenanleger? Und Sie dürfen ja nicht vergessen, dass im deutschsprachigen Bereich, vor allem in Deutschland und in Österreich, dass bestimmt 70% der privaten Depots waren traditionell in Anleihen investiert. Und da war ich immer schon ein radikaler Gegner, denn kluge Anlagen in Sachanlagen sahen zwar riskant aus, wenn man sich aber richtig aufgestellt hat, war es für ihre Vermögensentwicklung sehr viel besser, in klugen Immobilien, in guten Aktienunternehmen engagiert zu sein, in diesen Sachwerten verschiedener Art, mit einem gewissen Sachverstand, mit Hilfe und so weiter, haben sie doch die Inflation schlagen können und mehr, während in den Anleihen sind sie ja in einem Nominalwertdenken haften geblieben. Das heißt, sie bekommen zwar einen festen Ertrag, wenn auch nicht einen sehr hohen, bekommen aber das gleiche Geld zurück, nur dass es durch die Inflation verloren hat. Und da bin ich in diesem Zusammenhang, bin ich auf eine interessante Videofolge gestoßen, wie sehr doch Staatsanleihen in der Vergangenheit propagiert wurden. Und ich würde mal gern dieses Video anschauen. Es ist ein Video mit einer damals äußerst berühmten Persönlichkeit der Filmindustrie aus Hollywood mit dem Namen Bonita Granville. Die Dame ist schon tot, sie ist 1923 geboren, war ein früher Kinderstar in Hollywood, ein Starlet, hat dann sehr reich einen Ölmagnaten in den 40er Jahren geheiratet und wurde dann weltweit berühmt, weil sie 140 Folgen mit der Hundeserie Lassie, die Älteren unter Ihnen noch kennen, Lassie, der liebe Hund, und da war sie der große Star, Bonita Granville. Und obwohl es der finanziell sehr gut ging, durch die Ehe und durch ihre Fernsehauftritte, hat sie sich also vor den Karren spannen lassen. Und das finde ich mal ganz interessant, dass wir uns das als Zeitdokument anschauen. Ich will mal sehen, ob ich das Video hier aktivieren kann. Da schauen wir uns das mal an. Lassie comes through the barnyard, right through here, goes to the back door of the kitchen, into the kitchen, under the stove, and just lays down there. Okay? Okay, Miss Morris. All right, let's go here. Oh, hello there. I'm Bonita Granville. While Lassie is rehearsing the next scene, I'd like you to meet a friend of mine, Mrs. Vivian Ackerman of Tucson, Arizona. Hello. At the annual Mrs. America pageant, held in Fort Lauderdale, Florida, Vivian was chosen from all the contestants to be the new Mrs. United States Savings Bonds. Vivian, tell us what a good buy you think savings bonds are. Bonita, before we were married, my husband and I both saved the E-bond way. These bonds helped us to buy our home. We're bringing up our three children to save with United States savings stamps and turn them into bonds. Honestly, I can't think of a better buy for the average American savings, either on the payroll savings plan where you work, or at your bank. They're completely safe and so convenient, and with the new high rate of interest, even a lawyer's wife like me can't think of a thing to argue about.
And that's what Vivian Ackerman, this year's Mrs. United States Savings Bonds, thinks about Uncle Sam's bonds for you, for me, for everybody. And as a wife and mother, I say top your shopping list with United States Savings Bonds. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ein Beispiel aus den 50er Jahren von einem groß angelegten PR-Zug einer Fernsehkampagne mit ausgeklügelten psychologischen Elementen, wie man die Sparer dazu brachte, in amerikanische Staatsanleihen sozusagen zu investieren. Sie wissen ja, dass ich viel Freude an Wirtschaftsgeschichte habe, aber deshalb zeige ich Ihnen das nicht. Ich möchte Sie nur sensibilisieren, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf solche Zeiten wieder zugehen. Diese Savings Bonds, sprich das Geld langfristig dem Staat zur Verfügung gestellt wurde. Man konnte im Übrigen diese Art der Bonds nicht zwischendrin handeln. Die wurden nur dem einzahlenden Sparer am Anfang ausgehändigt und am Ende bekam er sein Geld zurück, Jahr für Jahr ein Zins, aber zwischendrin waren die nicht handelbar. Nur so war es möglich, dass der Staat zusätzliche Gelder bekam. Und jetzt kommt das Besondere. Das ging also los und wurde in der Neuzeit erfunden im Rahmen der großen Depression nach dem Crash 1929. Dann ist das irre. Als dann aber der Krieg kam, wurde das Modell fortgesetzt. Dann waren es nicht mehr sozusagen normale Savings Bonds, sondern die klassischen Kriegsanleihen. Und nach dem Krieg wurde das Modell weiter fortgesetzt, wenn man das Publikum erstmal am Haken hatte. Und dann war es zum Wiederaufbau der Welt nach der Kriegszerstörung. So, und in Österreich und Deutschland, in den Ländern, wo der Krieg verloren ging, sind ja, vielleicht haben Sie ja in Ihrer Verwandtschaft, wenn Sie weiter zurückgehen, ja viele Beispiele, auch vor allem in Österreich, in Wien, wo ja ganze bürgerliche Familien oder aus der Upper Class wurden ja sozusagen total verarmt, nicht durch Bombardement, sondern weil sie mit dem entsprechenden Patriotismus, mit ähnlichen Werbeaktionen, auf die damalige Zeit angepasst, in den 30er Jahren, eben Kriegsanleihen gezeichnet haben oder vor dem Ersten Weltkrieg Kriegsanleihen gezeichnet haben. Und das Geld war natürlich perdu. Diese Modelle gab es schon sehr früh und wir hoffen, dass ich ein Bild einblenden kann, eine Grafik, eine kolorierte Grafik, die habe ich in meinem Börsenzimmer hängen und das zeigt schon, wie euphorisch und mit viel Aktivität Kriegsanleihen im Spanisch-Amerikanischen Krieg gezeichnet wurden in New York beim Treasury dort. Also es hat eine alte Tradition, dass Regierungen es schaffen, sozusagen die Ersparnisse zu mobilisieren, entweder über Rührseligkeit, über die liebe Hausfrau und Mutter, sozusagen das Mäntelchen der Sauberkeit oder der große Patriotismus. Und dann sind natürlich auch solche Government Bonds wunderbar immer wieder verwendet worden bei Enteignungswellen, damit man nicht sagen musste, oh, wir haben die Leute da und da enteignet, also die Farmer in gewissen Ländern, in Emerging Markets, die wurden ja nicht enteignet. Die mussten die Farm verkaufen und bekamen dann Staatsanleihen in der Landeswährung. Die waren dann aber auch 20 Jahre nicht handelbar. Und also wenn die 20 Jahre um waren, war die Währung eben nichts mehr wert. Und ich erinnere mich auch sehr daran, dass mein Großvater, der eben ein fanatischer Aktienkäufer war, ich meine das aber positiv fanatisch, der hat also keine einzige Anleihe in seinem ganzen Leben je gekauft. Und seine Spezialität war, weil er ja von der Inflation überzeugt war, dass er wahrscheinlich als einer der ganz wenigen Menschen in Deutschland nur Kaufaufträge erteilt hat. Er war vorsichtig bei der Aktienauswahl und darüber sollten Sie auch mal nachdenken. Er hat das Geld ja nicht fürs Leben gebraucht. Welchen Grund gab es denn, sich von einer guten Firma zu trennen, nur weil der Kurs gestiegen war? Ja, und dann muss man ja auch wieder investieren. Er hat wirklich im Lauf seines Lebens keinen einzigen Verkaufsauftrag erteilt, sondern nur to pile up von den guten Sachen. Und er hat mir eines eingeimpft und hat gesagt, ein Staatshaushalt basiert ja auf den Staatseinnahmen und das sind
die Steuern, die erhoben werden, Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, was auch immer, Grundsteuer und etc. etc. Eine vernünftige geführte Regierung kommt im Staatshaushalt mit diesen Beträgen aus. Und von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, wo eine ganz besondere Infrastrukturmaßnahme nötig ist, muss der Staat damit auskommen. Dass er obendrauf noch hergeht, nachdem er erhebliche Einkommensteuer Jahr für Jahr und Lohnsteuer einkassiert, dass er dann noch hergeht und auf diese verminderten Erträge und Einkommen der Bevölkerung sagt, so und jetzt leite uns nochmal eure Ersparnisse, da kriegt ihr einen Zins für, am Schluss zahlen wir euch ohne Inflationsausgleich die Sache zurück, ist in sich für einen klugen Investor ein absolutes No-No. Und was ist aber das Fazit? Wie gesagt, 70% des Volksvermögens wurde so angelegt. Und von der Anlagepolitik der großen Versicherer, da wollen wir gar nicht hingucken. Da würde Ihnen ja neben den großen Immobilienbesitzungen das Anleihenportfolio nur so ins Gesicht springen. Also eine ganz fatale Entwicklung. Und warum habe ich jetzt heute hier an diesem schönen Tag dieses Reaktionsvideo mit diesem kleinen historischen Rückblick Ihnen geschildert? Weil ich davon ausgehe, dass spätestens in 2 bis 3 bis 4, 5 Jahren, also in den nächsten 5 Jahren, wir mit einer sehr modernen, geschickten PR-Kampagne über die großen Medien in vielen Ländern mit ähnlichen Ansinnen konfrontiert werden. Und das wird so geschickt gemacht werden, dass wahrscheinlich sehr viele von Ihnen in Versuchung geführt werden. Warum? Weil enorme Anstrengungen gemacht werden müssen, die Infrastruktur zu modernisieren in vielen Ländern. Weil ein Überhang an Schulden da ist, der refinanziert und umfinanziert werden muss. Und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass natürlich da nicht Lassie propagiert wird und die liebe Hausfrau mit ihren 3 Kindern. Aber das kann man sich ja in einer modernen Art der Vermarktung vorstellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bereits heute für diesen Fall einen ganz klaren Standpunkt gemacht haben und nicht umkippen wie die Fliegen, nur weil plötzlich mit 3% festem Einkommen und ohne Risiko ja gewinkt wird und Sie die guten Sachwerten verpassen oder eben nicht mehr investieren oder aber Sie Fahnenflucht begehen. Also überlegen Sie sich das heute schon gut, da haben Sie vielleicht 1, 2, 3 Jahre Zeit, aber der Tag wird kommen, dass Sie sich an diesen kleinen Snapshot mit Bonita Granville und Markus Elsässer hier erinnern werden. Also, ein kleiner Ausflug in die Welt der Anleihen, wie ich sie sehe, wohlgemerkt die Staatsanleihen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.